Bahn von Vincennes. Dort sah der große internationale Traberpreis, der Prix d'Amérique, 18 Vertreter der großen Traberstelle Europas am Start. Fast 2 Kilometer lang führte Jariolin mit der Nummer 7 das Klassefeld an. Dann schiebt sich die Nummer 9, der Italiener Tornese, an die Spitze. Aber er hält sie nur wenige Sekunden gegen Massina. Als einziges Pferd mit Kapuze gefahren, zieht die 4-jährige französische Stute zu einem vehementen Finish an und gewinnt überlegen das teuerste Trabrennsportereignis der alten Welt.